Der VPN-Anbieter AirVPN hat eine der besten Software-Clients für OpenVPN-Verbindungen. Die ganze Zeit ging das nur, wenn man einen Account auch mit AirVPN hatte, den zu nutzen. Das hat sich jetzt geändert. AirVPN hat den so abgeändert, dass man auch Konkurrenzprodukte mit reinnehmen kann in den Client und das sogar ziemlich einfach und ziemlich komfortabel. Wie das geht, schauen wir uns in diesem Video an. Ich habe in der Videobeschreibung eine kleine Auflistung, die seht ihr auch hier, was ihr als Voraussetzung braucht. Ihr braucht die VPN-Konfiguration von dem Konkurrenzanbieter. Ihr braucht den Software-Client Eddy, heißt der von AirVPN. Den laden wir jetzt auch in dem Video runter. Und ihr braucht die Software Notepad++. Wie ihr die bekommt, das zeige ich euch nicht. Da habe ich einfach den Link in die Videobeschreibung gesetzt. Die kann man einfach runterladen, gehört sowieso auf jeden Windows-PC drauf. Wir gehen jetzt mal Schritt für Schritt vor und im ersten Schritt laden wir uns von AirVPN die Software runter. Da kopiere ich jetzt einfach den Link in die Zwischenablage. Bin jetzt hier schon drauf. Ich gehe aber nochmal auf den initialen Link hier auf Enter. Da muss man auch nicht angemeldet sein. Das kann man so runterladen. Hier wähle ich dann mein Betriebssystem aus. Hier kann ich jetzt noch auswählen, was für ein Betriebssystem genau, was für eine Prozessorarchitektur und so weiter. Ist bei mir jetzt schon alles richtig ausgewählt und ich klicke hier auf Download. Jetzt lädt sich hier der Eddy herunter und den kann ich auch direkt installieren. Also Eddy ist der Name der Software. Einfach draufklicken und bei der Installation im Grunde alles bestätigen und durchklicken und fertig. Jetzt ist das installiert. Das ist jetzt Schritt 1, den wir gemacht haben. Schritt 2 ist, ich muss mir von dem anderen VPN-Anbieter, in meinem Fall ist das jetzt hier Premiumize, die Konfigurationsdateien von OpenVPN besorgen. Da gibt es hier bei Premiumize einen Link, wo man alle auf einmal runterladen kann. Dazu muss ich nicht angemeldet sein bei Premiumize. Diese Config-Files nützen mir aber nichts, wenn ich kein Kunde bei Premiumize bin. Ich brauche nämlich Benutzername und Passwort noch. Also mache ich den mal auf hier und habe jetzt hier die ganzen Dateien drin von Premiumize. Jetzt kopiere ich mir die aus der ZIP-File raus, aber dieses User-Pass-Text bitte ignorieren, das wird nicht rauskopiert. Ich habe mir dazu unter Dokumente einfach einen Ordner erstellt, der heißt Premiumize VPN. Ihr könnt ihn kopieren, wo ihr möchtet, spielt keine Rolle. Ich kopiere die jetzt hier rein. Und jetzt kommt Notepad++ zum Einsatz. Ich mache hier mal, kann mir da eine extra Session aufmachen. Na, geht leider nicht. Okay, ich gehe hier einfach auf Datei, öffnen und navigiere jetzt zu meinem Premiumize VPN Ordner und markiere alle Dateien mit Steuerung A und sage öffnen. Dann tut er mir die alle hier reinladen. Und was ich dann mache ist, ich markiere mir diese Zeile. Das Problem ist nämlich, dass der Eddy-Client mit diesem UserPass.txt nicht zurechtkommt, ist aber kein Problem. Ich kopiere das hier einfach in die Zwischenablage mit STRG-C, drücke STRG-F, komme in dieses Suchenfeld, gehe hier auf Ersetzen und hier ist diese Zeile schon drin und das ersetzen wir einfach durch UserPass. Ich will dieses UserPass.txt einfach weghaben. Dann sage ich hier alle Funde in allen offenen Dateien ersetzen, fertig. Und jetzt ist in allen Dateien, die ich hier offen habe, das weg und, jetzt sage ich hier einfach alle speichern. Zack, fertig. Jetzt kann ich das Notepad zumachen und jetzt habe ich hier, wenn ich mal einzeln reingehe, in keiner Datei mehr diese UserPass.txt stehen. Genauso möchte ich das haben. Als nächstes mache ich jetzt die AirVPN-Software auf und hier müsste ich jetzt normalerweise meine Benutzerdaten von AirVPN eintragen. Da ich ja kein AirVPN-Konto habe, sondern nur eins von einem Konkurrenzanbieter, wie bei uns jetzt hier Premiumize, muss ich das anders regeln. Und zwar gehe ich hier oben auf AirVPN, Einstellungen, also Preferences, hier auf Advanced und hier gibt es den Haken Multiprovider Support. Den setze ich jetzt hier rein. Mach mal Save. So, und jetzt kriege ich hier Providers angezeigt. Ein Provider ist AirVPN, der interessiert mich ja nicht, den habe ich ja gar nicht. Gehe auf Editieren, nehme den Haken raus, Save. Jetzt gehe ich hier auf Plus und ja, hier kann ich nur eins auswählen, das passt, Save. Jetzt habe ich hier den Generic VPN Provider, den editiere ich jetzt. Der heißt bei mir ja Premiumize, der Provider. Und jetzt muss ich hier einen Ordner auswählen, wo meine Konfigurationsdateien liegen. Ja, die liegen hier und der Premiumize VPN. Da habe ich sie reinkopiert. Username und Passwort ist bei Premiumize das, was ich unter Account finde, und zwar meine Kundennummer und meine PIN. Die kann ich jetzt hier einfach reinkopieren. Und sagt Save. Und dann speichert er sich das. So, jetzt gehe ich einfach mal unter Servers und siehe da, er hat schon angefangen im Hintergrund Latenztests zu machen und scored für mich jetzt die Server nach ihrer Latenz.
Was hier ein bisschen obskur ist, dass er glaubt, der würde in Berlin stehen, der vietnamesische Server. Das ist aber wahrscheinlich ein Problem in der Konfigurationsdatei. Was ich natürlich jetzt nicht möchte, ich möchte mich natürlich nicht mit deutschen Servern verbinden und setze den auf eine Blacklist. Das heißt, er verbindet sich ab jetzt nicht mehr mit dem deutschen Server, aber dafür mit allen anderen. Was ich jetzt noch machen sollte, ich kann jetzt hier nochmal in die Preferences gehen und prüfe mal, dass alle Einstellungen gesetzt sind, den IP-Leak zu verhindern. Zum Beispiel DNS, genau, dann das ist aktiviert. Den Network-Log, der sollte immer aktiv sein. Jetzt gehe ich hier auf Advanced, gehe mal hier Expert-Mode natürlich. Ich sage hier Disable IPv6, das ist hier auch schon eingestellt. Das hilft eben, dass ja, keine IP liegt. DNS-Log habe ich hier auch aktiv. Und ich hoffe auch, dass der Network-Log an ist, beziehungsweise den kann ich ja hier in Overview einschalten, genau. Jetzt mache ich hier mal Network-Log, ja. Und connect to a recommended server. Jetzt hat er sich Finnland rausgesucht. Recommended wird er einfach wahrscheinlich hier durch diese Latenztests ausfindig machen, welche ganz gute Latenzen hat. Und um jetzt zu prüfen, ob die IP liegt, gehe ich hier auf IP-Leak.net und lade hier die Seite neu. Es kommt auf jeden Fall mal eine finnische IP, das ist soweit schon mal gut. Die WebRTC-Detection hat hier so eine Private-Adresse ausgemacht, also das ist nicht die Adresse, mit der ich im Internet bin, das ist einfach eine interne Adresse, die interessiert nach außen nicht. Auch die DNS-Adressen, da hat er jetzt nur die RVPN-Server gefunden, nicht den Kabel Deutschland DNS-Server. Von daher, hier liegt meine IP jetzt nicht mehr. Und das kann ich eben nur mit einem Client machen, der von RVPN kommt. Also nicht nur, aber in dem Fall kann ich es halt so am einfachsten machen.